Ich zeige dir heute, wie du deine Sounds mittels Bitcrushing innerhalb von kürzester Zeit fetter machen kannst. Ich zeige dir gleich, was Bitcrushing ist und wie wir es in Logic Pro einsetzen können. Hören wir uns zuerst mal das Beispiel hier an. Wenn wir uns jetzt den Synthi-Bass hier anhören, klingt der eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich finde, man kann da noch mehr rausholen. Man könnte ihn ein bisschen satter und noch ein bisschen runder machen. Und das können wir mit Bitcrushing machen. In Logic findest du den Bitcrusher hier unter den Distortion Reverbs und dann hier unter Bitcrusher. Und hier ist dann auch schon die wunderbar übersichtliche Oberfläche. Was Bitcrushing macht, ist einfach erklärt und das siehst du auch hier rechts im Display schon ganz gut angezeigt, ist den oberen Teil einer Waveform einfach abzuschneiden oder zu crushen. Das macht, kurz erklärt, den Sound einfach ein bisschen weniger Hi-Fi oder schlechter, qualitativ schlechter. Damit können wir jetzt gerade solche Synthi-Sounds, die so ein bisschen steril klingen, denen können wir da so ein bisschen den Schmutz, den natürlichen Schmutz wieder mit hinzufügen und die Sounds auch so ein bisschen mehr Vinyl, ein bisschen älter, ein bisschen mehr 70s, 80s klingen lassen. Der Bitcrusher in Logic hat verschiedene Modi, Fold, Clip und Wrap, auf die gehe ich gleich noch ein. Das ist im Prinzip, sind das nur unterschiedliche Ansätze, das Bitcrushing anzuwenden. Was ich als erstes machen möchte, ist mit dem Wert Resolution zu arbeiten. Das ist zu Deutsch Auflösung und da liegt eine Bitrate von 1 bis 24 Bit fest. Wenn du den jetzt runterziehst, dann erhöht sich die Anzahl der Sampling-Fehler und du hörst einen mehr oder weniger starken Verzerrungseffekt. Ich fange jetzt erstmal hier ganz oben an, bei 16 Bit. Das ist das, was man früher so oder auch heute noch CD-Qualität genannt hat. Damit haben wir also den CD-Qualität-Sound. Und jetzt hören wir mal direkt rein und ich ziehe dann die Resolution runter und dann wirst du diesen Verzerreffekt, wenn diese Sampling-Fehler eintreten, sehr genau hören. Du hörst also, wenn ich hier jetzt relativ weit runtergehe, dann ist es so ein Verzerrungsgrad oder Zerstörungsgrad, besser gesagt, dass es sich nicht mehr gut anhört. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie eine Lösung finden oder eine Mischung zwischen diesen ganz verschiedenen Parametern, dass wir den Sound im Prinzip nur fetter machen, so ein bisschen anfetten, aber dass wir nicht so crashen, dass es dem Zuhörer in den Ohren wehtut. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück auf unsere 16-Bit, auf unsere CD-Qualität-Bit und wir schauen uns den Downsampling-Wert an. Der manipuliert die Sample-Rate. Bei einem Wert von einmal haben wir jetzt nichts und wenn du jetzt hier diese Wellenformen beobachtest, bei dem Wert 2 reduziert er oder halbiert er die Sample-Rate und macht das und crusht das Signal hier auch ein bisschen, aber auf eine andere Art und Weise wie jetzt bei der Bitrate. Ich lasse also die Bitrate hier auf 16-Bit und manipuliere jetzt am Downsampling und du wirst gleich hören, was passiert oder wie sich das anhört und wie sich das unterschiedlich anhört, als wenn wir hier an der Bitrate manipulieren. Du kannst also hier hören, wenn ich an der Sampling Rate manipuliere, wenn ich sie schlechter mache sozusagen, dann entstehen hier Artefakte und es entstehen vor allem auch mehr Obertöne. Ich glaube, das ist, was man hier am meisten hört beim Downsampling. Ich gehe auch hier wieder ein bisschen zurück und wir schauen uns die unterschiedlichen Modi mal an. Ich manipuliere jetzt mal wahlweise mit Resolution ein bisschen und Downsampling und dann schauen wir uns die verschiedenen und suchen mir verschiedene Modi hier raus. Ich möchte dich jetzt nicht langweilen mit irgendwelchen technischen Ausführungen, was die jetzt genau machen. Wie ich eingangs erwähnt habe, du siehst es hier auch an der Waveform, manipulieren sie oder haben sie einen bisschen unterschiedlichen Ansatz, technischen Ansatz, dieses Bitcrushing hier durchzuführen. Das Beste ist, man probiert hier einfach intuitiv ein bisschen rum und genau das machen wir jetzt. Wir fangen mal an mit dem Modus Fold. Thank you.
So wahnsinnig groß sind die Unterschiede nicht, eher subtil, aber am besten gefällt mir tatsächlich hier der Modus Clip. Der klingt, der gibt die von der Klangfärbung her diesem Basssound hier nochmal so eine schöne, satte, natürliche, organische Wärme. Mit dem Drive-Regler legst du, wie bei anderen Plugins auch, die Verstärkung des Eingangssignals fest. Aber spannend wird es jetzt hier nochmal im Waveform-Display, denn du hast hier einen Aktivpunkt. Und damit kannst du einen Schwellenwert setzen, also der sogenannte Clip-Level, ab wann die Verzerrung arbeitet. Ähnlich wie bei einem Kompressor ist das hier so ein Schwellenwert. Was du eventuell festgestellt hast, als ich jetzt hier rumgespielt habe bei der Resolution, ist, das gefällt zumindest mir am besten, wenn du eine Resolution, also die Bitrate von 8 Bit legst, da hast du so ein bisschen diesen, an die 80er-Kids, ein bisschen den Commodore 64-Feeling. Das heißt, und das gefällt mir gut bei diesen 8-Bit jetzt hier in dem Fall, dass du eine schöne Attack-Zeit hast von diesem Bass und dann am Ende, also am Decay oder wenn der Ton ausklingt oder bei Sustain-Noten, da hast du dann der wird dann so manipuliert mit so ein bisschen Artefakten oder die kannst du da so noch so ein bisschen satter machen. Und das gefällt mir bei dieser Auflösung hier von 8-Bit ganz gut. Deswegen lasse ich es so eingestellt. Ich fahre das Downsampling nochmal runter, gehe hier auf 100%. Bleib hier bei Clip, meinem Lieblingsmodus, und dann fange ich einfach mal an. Du siehst, ich habe jetzt hier gar nicht so wahnsinnig viel von diesem Bit-Crushing genommen. Auch hier ist so ein bisschen immer das Maß der Dinge zu halten, vielleicht erst zu übertreiben, dann langsam zurückzufahren. Aber ich finde, mit diesem Bit-Crushing klingt dieser Bass-Sound auf jeden Fall nochmal 20-30% fetter. Jetzt mal eine Frage an dich. Hast du mit dem Bit-Crusher schon gearbeitet? Ist das ein Plugin, das dir gefällt? Und vor allem, was manipulierst du mit diesem Plugin? Das würde mich interessieren. Schreib es mir mal unten in die Kommentare. Ansonsten, falls du neu bei Logic bist oder vielleicht von einer anderen DAW gerade auf Logic umgestiegen bist und noch mehr solche Tipps möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checklist. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du effizienter und schneller in Logic arbeiten kannst und wie du diese DAW hier für dich individualisieren kannst, damit sie optimal zu deinem Workflow passt. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!